Die einfachste Möglichkeit, Dickdarmkrebs zu diagnostizieren, ist mit einer Darmspiegelung. Diese sollte jeder ab dem 50. Lebensjahr durchführen lassen. Häufig ist es allerdings so, dass der Krebs gar nicht im Rahmen einer Vorsorge festgestellt wird, sondern erst mal andere Symptome auftreten, wie beispielsweise ein Gewichtsverlust oder auch Blut im Stuhl. Je nach Lokalisation vom Tumor muss man dann schauen, wie der Tumor am besten behandelt wird. Wichtig ist, dass man vorweg, bevor die Operation ansteht, erst nochmal ein sogenanntes Staging durchführt. Das heißt, dass man verschiedene Untersuchungen durchführt, beispielsweise eine Computertomographie, um zu schauen, ob das Tumorwachstum nur lokal vorliegt oder eventuell auch Fernmetastasen, beispielsweise in der Leber und in der Lunge, vorhanden sind. Wenn dies der Fall ist, ist das Behandlungskonzept insgesamt etwas schwieriger. Einfach gesagt kann man sagen, wenn keine Fernmetastasen vorliegen, dann steht häufig am Anfang die Operation. Generell versuchen wir, Darmkrebs mit einer minimalinvasiven Operationstechnik zu entfernen. Das bedeutet, dass wir über kleine Schnitte den Darmkrebs im Bauchraum entfernen. Manchmal ist diese minimalinvasive Technik allerdings nicht möglich, beispielsweise wenn in der Vorgeschichte bereits viele Operationen im Bauchraum durchgeführt wurden, dann kann es zu Verwachsungen im Bauchraum kommen und dann ist ein minimalinvasives Entfernen des Tumors häufig nicht möglich.